Pressekonferenz auf einem kleinen Rahmen nach dem 8:0 des FC Bayern gegen VfL Sindelfingen. Ich begrüße beide Trainer, Herrn Schick und Thomas Wörle hier bei mir. Ja, ich darf den Gästetrainer gleich mal bitten, seinen Eindruck vom Spiel so kurz nach den 90 Minuten gleich mal wieder zu geben. Ja, schon Glückwunsch vom Captain und deinem Team. Ich denke, zum Ergebnis sagt alles aus. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir das Ganze wieder in Etappen machen möchten. Wir haben uns Teilziele gesetzt. Wir wollten gut stehen, mal von der Ordnung her, dass die Abstände passen. Also den kleinen Anfang. Wir haben das über 90 Minuten überhaupt nicht geschafft. Wir haben billige Tore bekommen, die wir sonst nicht mal in dem Ausmaß kassieren. Das war von A bis Z einfach eine schlechte Leistung heute von uns. Dazu kam einfach auch noch, dass es wirklich gut gespielt hat. Auch phasenweise hervorragend über die Außen kombiniert. Und da waren wir einfach zu spät dran, sind da auch nicht gut gestanden und haben dann auch keinen Zugriff mehr bekommen. Zweikämpfe müssen wir gar nichts dazu sagen. Da waren wir den berühmten Schritt eigentlich immer zu spät dran. Also von dem her, wir wissen, dass es gegen die Top-Teams immer sehr, sehr schwer ist für uns. Aber wir haben uns heute wirklich auch ein bisschen mehr ausgerechnet, vor allem, dass wir natürlich dementsprechend keine 8 Kisten kriegen und dass wir es vom Ergebnis her anders gestalten können. Aber wie gesagt, wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen auch, dass es mit der Truppe in dieser Runde nicht mehr sehr viel zu holen gibt und das Hauptaugenmerk gilt natürlich jetzt einfach für den neuen Aufbau, den wir unbedingt starten müssen. Vielen Dank, Thomas Wörle. Wie siehst du das Spiel? Na gut, also erstmal haben wir in den Köpfen natürlich das Hinspielergebnis so gehabt mit dem 1:1. Das saß schon sehr, sehr tief damals. Das war für uns eine ganz schwierige Phase, wo es für den einzigen Punkt geholt hat und dementsprechend war bei uns zumindest eine hohe Motivation da, das vergessen zu machen. Und wir haben engagiert begonnen, haben ein bisschen warten müssen bis zum ersten Tor, haben den phasenweise den Ball ordentlich laufen lassen und dann so einen Torschuss mal rausspielen können. Wobei ich insgesamt, hört sich komisch an, aber beim 8:0 muss ich heute konstatieren, dass wir sicherlich hier und da einfach zu langsam Fußball gespielt haben. Sindelfingen hat natürlich im Verbund sehr, sehr gut verteidigt, immer wieder geschoben, ballorientiert verteidigt, sodass wir durch unser langsames Passspiel einiges selten geschafft haben, den ganzen Verbund hinter uns zu lassen, Lücken zu finden, wo wir dann davon durchbrechen können. Das hätte ich mir ein bisschen schneller vorgestellt, ganz gern. Klar, wir haben dann ein paar Tore gemacht nach Standardsituationen auch, wo wir sicherlich auch eine Qualität haben, wo wir ab und zu ein bisschen frei waren auch. Ich denke, die Mädels wollten, nur eins ist auch klar, also vom Aufwand insgesamt her, glaube ich, haben wir viele Spiele in der Saison gespielt, wo wir mehr gebracht haben. Also hört sich vielleicht jetzt wirklich komisch an, aber ich bin einfach der Meinung, dass wir da heute uns so ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen angepasst haben, auch Sindelfingen, die tief standen, wie gesagt, engmaschig verteidigt haben und wir irgendwie ähnlich langsam dann zum Teil agiert haben und zu langsam eben, um noch klarere Torschüsse rauszuspielen. Aber wenn man jetzt nochmal das Hinspielergebnis hernimmt, dann muss ich sagen, haben wir heute alles top gemacht, weil wir haben damals 1:1 gespielt und haben heute die 3 Punkte geholt, ungefährdet, 8 Tore geschossen. So gesehen bin ich und muss ich eigentlich zufrieden sein.